Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, andere Karte. Ja, wir sind hier auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Eine echt wunderschöne Karte. Und zwar geht es darum, ob ich diese Karte als Let's Play mache mit euch, für euch. Oder ob ich diese Karte nur als Livestream mache. Ist eine echt schöne Karte, ist aber auch eine echt große Karte. Ne? Ihr seht gerade, die Felder sind mega groß. Also sehr, sehr groß. Ist ordentlich was zu tun. Hier seht ihr, ich habe schon gespielt, ne? Oder ich bin noch am Spielen. Hier steht alles voller Maschinen. Und ja, ich glaube, man hört es vielleicht noch. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich war ja ein bisschen krank am Wochenende. Egal. Und zwar, wie gesagt, geht es darum, ob ich diese Karte mit euch spiel oder für euch, je nachdem, ne? Entweder machen wir Livestream, also nur Livestreams auf dieser Karte, wo ihr dann auch mitmachen könnt. Bedingungen sind eigentlich, muss ich dann glaube ich nochmal reinschreiben, werde ich glaube ich hier nochmal reinschreiben in der Beschreibung hierfür, für das Video. Oder ich hier ein Let's Play mache. Also mir persönlich gefällt die Karte richtig gut. Das wird so mein, ja, das wird so meine Gemeinde-Rade. Die gibt es ja für Konsole leider nicht im 22er. Und diese Karte, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sowas von gut. Das, was ich jetzt hier drauf gespielt habe. Ein, zwei Sachen, ja, okay, muss ich sagen. Sind nicht ganz so schön. Und zwar gibt es hier auf der Karte kein Schlafplatz, kein Schlaftrigger. Also habe ich mir hier ein, wir gehen mal hier in die Dingsansicht, die Bauansicht, hier noch ein Farbenhäuschen hingestellt. Ne, das passt dazu oder zu dieser Karte, damit ich auch schlafen gehen kann. Dann habe ich hier noch diesen Unterstand hingestellt, die Schildkröthalle und diese zwei Hallen, wo nachher später Heu und einmal Stroh reinkommen. So, ansonsten ist das hier der Hof. Zwei Kuhställe. Einmal links, einmal rechts. Das sind noch die großen mit den Fütterungsautomaten. Dann haben wir noch einen Außenhof, sag ich mal. Hier sind auch noch zwei Hallen. Hier stehen unsere Anhänger drinne, Getreideanhänger und ja eigentlich Getreideanhänger. Da habe ich hier noch Zuckerrüben Schnitzel Dingsbums hingestellt, ne? Falls wir mal Zuckerrüben machen, eventuell. Zum Silo habe ich auch noch zwei Erweiterungen dazu. Ich glaube, der hier kann 800.000. Und einer davon kann 250. Also sind wir bei einer. Sind wir ungefähr bei 1,3, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, bei 1,3 Millionen sollten wir jetzt hier reinkriegen. Das gehört, wie gesagt, auch noch mit zum Hof alles, ne? Und hier vorne, das Stück gehört hier auch noch mit zum Hof. Ist auch noch mal so eine kleine Abstellfläche. Könnte man sich auch noch was raufbauen? Vielleicht noch eine Halle mit irgendwie was unterstehen. Keine Ahnung. Zuckerrübenmaschine oder so. Später haben wir nämlich noch nicht. Und die BGA gehört uns auch schon, habe ich gleich mitgekauft. Ja, nicht, habe ich gleich mitgekauft. Die ist nicht gleich so mit bei. Aber ich wollte sie gleich haben. BGA haben wir auch schon. Das ist diese hier. Oder die ist hier.
Auch wunderschön gemacht mit der Einfahrt hier auch so. Ist auch schon voll bestückt, ne? Wenn man so ein bisschen reinguckt hier. Und ja, wie gesagt, wir haben vier Felder, die 12, die 11, die 9 und die 6. Das sind unsere Felder. Wie gesagt, richtig groß, die Felder. Hier Feld 2, ich glaube, das größte mit fast 50 Hektar, ist schon nicht so wenig. Wie gesagt, Felder, die 12, die 11, die 9 und die 6. Und wiesenmäßig haben wir diese Wiese hier und diese Wiese hier. Ne? So, wie gesagt, ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie wir das machen wollen, entweder als Let's Play, aber dann muss ich gleich sagen, dann werden sehr viele Folgen hintereinander mit Dreschen auf dem gleichen Feld, Pflügen, Grubbern, Ansehen etc. Ich will hier natürlich auch mit Fahrgassen spielen. Ne? Wir werden das Driveline-System probieren, weil können gerne mal einmal die Maschinen durchgehen. Ich habe diesmal die Lemkin Solitär DT genommen. Eigentlich wollte ich die Horsch nehmen, die Horsch Pronto, aber ich habe mir überlegt, ach komm, die kannst du immer noch mal nehmen. Nimmst du mal die Solitär einmal zum Ausprobieren. Wir gehen hier auf 36 Metern. Zu Einzelkorn haben wir die Tempo L16 vom Federstedt. Mit 12 Metern passt perfekt. Ne? Wie gesagt, wir gehen auf 36 Metern. Da können wir sogar mit dem Güllefass, weil das Gestänge auch eine 36 Meter hat, könnten wir sogar nach der ersten Wachstumsstufe eventuell sogar auch noch in den Bestand fahren und da auch Gülle fahren. Das wäre so vielleicht so das Ding, was ich mal machen wollen würde, weil das hatte ich auch noch nie gemacht. Ne? So. Maschinenmäßig sind wir eigentlich sehr groß aufgestellt. Wir haben hier einen John Deere 6R, also 6250R mit 300 PS. Ein Deutz-Fahr 7250 TTV HD mit 247. Das ist unser Schwestertrecker, sage ich gleich mal. Ne? Dann haben wir einen Case Puma 240 CVX mit 270. Der hat noch Frontlader dazu. Dann Fendt 942 Vario. Das ist unser stärkster Trecker. Und den Class Axion 950 mit 410. Also die beiden nehmen sich nicht viel von den PS-Zahlen. Ne? Drescher haben wir einen Class Lexion 8800. Das ist der, ich glaube, zweitgrößte. Der größte ist der 8900 mit 18.000 Liter. Aber der gefällt mir, dass der Korntank nicht so, wenn er den aufklappt. Ist ein bisschen. John Deere Häcksler 9900er. Radlader Class Trion, Teleskoplader Scorpion von Class, Auto haben wir noch, Grubber von Kuhn, der 7 Meter oder 57 Meter, Pflug von Querneland 6 Meter, Mulcher von TMC, ich schieß mich tot, wie das auch immer heißt, Aufsätze, da brauche ich nicht, Überladewagen, wir arbeiten hier mit Überladewagen. Vom Bergmann und diese zwei sind für Dünger und Saatgut. Die stehen dann also, wenn wir ansehen oder so, am Feldrand. Anhängers haben wir mehr als genug. Einmal für Häckselgut, die von Querneland. Dann die beiden Brandner hier als Ballentransportanhänger. Dann einmal von Lohmann die ZDK 1802 Uni. Auch für Silage können wir aber auch als Getreideanhänger benutzen. Und dennoch mal von Loma den ZDK 1802 als Getreideanhänger 4 Stück. Scheibenecke habe ich den Horst Joker 12 Meter. Braucht 360 PS.
Die warme Walze normal. Vielleicht werde ich da nochmal die größere nehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, oder ich werde noch eine zweite davon dazu nehmen. Spritze von Querneland auf 36 Meter natürlich. Steuer einmal vom Bredal, der große. Auch mit Streuteller hinten dran. Und einmal der von Querneland auch auf 36 Meter. Gülle haben wir eben gerade von, ich habe von Venus das 30 Kubikmeter. Venus plus Gestänge von Samson. Und das Kotte als Transportfass. Frontlader von Hauer. Ballenpresse von Klaas. Quadrant, ne? Ja, genau. Dann Ladewagen auch von Klaas. Cargos. Schwader von Kuhn mit 14,70 m. Also echt groß. Wender von Pöttinger. Wie viel hat der eigentlich? 17 Meter. Hui, das ist ganz schön, ja. Mähwerke von Pöttinger. Butterfly-Mähwerk, ne? Und hier ein paar Anbaugeräte, das ist jetzt nicht so interessant. Ja. Ich bin, wie gesagt, noch am Überlegen, wie wir das machen. Vielleicht wird heute auch schon mal ein kleiner Livestream kommen. Heute Nachmittag. Eventuell, ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ne? Wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir das machen wollen. Entweder als Let's Play zusätzlich zur Oldstream Farm oder als Livestream Let's Play sozusagen. Ne? Also, dass wir hier nur im Livestream spielen. Ich werde hier natürlich auch privat drauf spielen. Sonst würde ich das hier gar nicht schaffen, ne? Wäre ich das nur im Livestream oder so, weil die Karte macht mir echt viel Spaß und ich möchte die auch gerne zocken. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.